Moin Moin, Tassaro hier. Heute lade ich euch mal wieder ein zu einem Drachenkampf. Wir werden heute anschauen, wie wir kämpfen, also Uni aus der Allianz 486 gegen Ken aus Königreich 637. Ich habe mir sie vorher angeschaut, also es sind auf jeden Fall ein paar starke Burgen dabei. Weiß natürlich immer nicht, wer heute dran teilnimmt. Hier sind wir. Wir sind meistens sehr gut besetzt. Also das ist meistens nicht das Problem. Jetzt gehen wir mal kurz in die Burg. So. Mit mal unten diesen komischen Bug hat, dass man nicht die Weltkarte anklicken kann. Ich denke mal, wir werden uns gleich mal erstmal den Gegner anschauen. Wer da bis jetzt alles so da ist. So, okay. Ja, von den Skins her und so sieht es noch nicht so stark aus, aber da lasse ich mich nicht von täuschen. Es gibt einige, die sozusagen normale Skins benutzen, obwohl sie ultra stark sind. Da haben wir schon mal einen starken, 600 Millionen. Hat jetzt nicht so viele Kills, aber es kann auch immer sein, auch wenig Kills. Aber es kann auch mal sein, wenn das Königreich eben selber nicht im Kampf ist, also im Krieg ist, dann haben die Leute auch meistens ziemlich wenig Kills. So, hier nochmal ganz kurz, wieder die Kristallmine, das wichtigste Gebäude. Nur um das nochmal zu zeigen, dass das unbedingt eingenommen werden sollte, weil es wirklich viele Punkte gibt. Dann das Trainingsgelände. Und die Waffenkammer. So, wie immer, diese drei wirklich die wichtigsten. Kommen wir nochmal zu unseren Leuten. Ich glaube, wir sind jetzt nicht mehr geworden. Unser bester Alpha kommt meistens ein bisschen später zum Kämpfen. Unser König wird bestimmt. Ach, ist schon da. One ist schon da. Schauen wir nochmal, ob da jetzt noch schon mehr gekommen sind. Okay, da haben wir auch ein G und sehr wenige Kills. Ich vermute mal, da werden wir ein paar Rallyes drauf machen, einfach mal um zu testen. Obwohl man sagen muss, dass 1G-Castles jetzt auch immer trotzdem schwer zu knacken sind. Wenn sie nur ein bisschen Prozente haben, was weiß ich, so 800-900% Kavallerie und sonst die ganzen anderen Stats auch ganz gut sind. So, ich habe jetzt mal, genau, machen wir weiter. Die Runde fängt an. Ich kümmere mich diesmal um den Tower of Blessing. Wie ich schon letztes Mal erklärt habe, damit einfach die Stats ein bisschen besser werden. Und die Gegner schienen jetzt auch nicht so stark zu sein. Ich hatte auch mal zwischendurch geguckt, zwei, obwohl jetzt haben die sogar gerade mehr Kraft auf dem Feld. Aber das läuft ganz gut. Erstmal wieder überall einnehmen, um ein paar Punkte zu machen. Wir alle wollen ja das Namensschild haben. Ich glaube, das müsste jetzt mein letztes Match sein. Dann habe ich die 100 voll. Apropos, oben links seht ihr, ich zeige es euch gleich nochmal. So, oben links seht ihr das YouTuber-Avatar. Das ist so eine kleine Kamera. Ja, ich mal kurz auf Pause machen, dann seht ihr es. Das haben wir bekommen für die, die sozusagen Videos für euch machen. So ist mal nichts Außergewöhnliches jetzt hier. Ich hoffe, es wird spannender als beim letzten Mal. Aber auch hier wird es wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, dass ich, wie gesagt, jetzt eben ein bisschen kommentiert habe. Und dann später wird es dann eher darauf laufen, dass man wieder ein paar Rallyes sieht und ein paar Kampfberichte und alles so durcheinander, was ich auch so probiere, so ein bisschen zusammenzuschneiden, damit das Video keine 1,5 oder 2 Stunden geht. So, dass man da vielleicht auf normale, nenne ich es jetzt mal, 15 Minuten kommt. So, wir haben erstmal alle wichtigen Gebäude eingenommen. Also, oder alle Gebäude haben wir eingenommen. Schauen wir mal. Ja, scheint von der Power her mehr zu haben, aber sind nicht aktiv. Beziehungsweise muss ich auch sagen, wir haben bei uns auch nicht viele, die viel Kraft haben. Also wir haben sehr viele starke, aber die haben trotzdem alle kein 1G. Also wir sind alle eher so in den 300er bis, ich glaube, unser allerstärkster, also nein, nur von der Kraft her der stärkste, ist 800 Millionen. Unser allerstärkster hat auch nur von den Prozenten, er hat auch, ich glaube, 700, 600 Millionen. Und er könnte auch, wenn er wollte, wahrscheinlich 3, 4, 5G haben. So, schauen wir mal. Jetzt fangen wir schon an, die ersten Rallyes zu machen und Punkte zu bekommen. Weil alle Gebäude haben wir. Wir haben jetzt auch, bei uns sind jetzt auch einige dazugekommen. Wie man sieht, hatten wir jetzt auch schon mehr Kraft.
Aber ja, der Gegner scheint sich nicht besonders zu wehren. Rallying. Ach so, ja. Ich suche erstmal meinen Drachen, meinen Kailin, damit ich Rallies machen kann. Also ich kann auch so Rallies machen, aber damit die Rallies eben ein bisschen größer sind. Nehmen wir den erstmal wieder zurück. Schicken gleich nochmal was hin, damit wir uns die Punkte sichern. So, damit haben wir schon mal vorbereitet. Jetzt ist er wieder da. So, den blauen schicken wir dahin. Den brauchen wir nicht, den blauen Drachen. So, immer noch kein Schild offen. Ja, okay, 138 Millionen. Erstmal auf das Rallye-Setup gehen. Da gibt es schon eine Rallye, auch nochmal joinen, Punkte zu machen. So, haben wir es noch pünktlich geschafft. Ja, leider ist es nicht mehr. Wir werden bestimmt nochmal die 1G gleich rallyen. Und das wird dann eben im Zusammenschnitt sein. Wir werden wieder ein bisschen Musik hinterlegen. Jetzt probieren wir nochmal eine Rallye aus. Ja, erfolgreich 5 Millionen, also 4,7 Millionen. Ja, würde ich sagen, danke und bis zum nächsten Mal. Like,
pretend? What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head. We'll be right back.
I just can't let you go. Lord knows that I'm